Kapitel 36 Menschensohn, Weissage über die Berge Israels. Sag, ihr Berge Israels, hört das Wort Jahwes. So spricht Jahwe, der Herr. Weil die Feinde über euch sagen, ha, die ewigen Höhen sind jetzt unser Besitz. Weissage folgendes. So spricht Jahwe, der Herr. Ja, gerade deshalb, weil man euch verwüstet, weil man von allen Seiten nach euch geschnappt hat, so daß ihr jetzt Besitz der übrigen Völker seid, weil ihr ins Gerede gekommen und zum Gespött der Leute geworden seid, gerade deshalb hört das Wort Jahwes, ihr Berge Israels. So spricht Jahwe, der Herr, zu den Bergen und Hügeln, den Tälern und Bachrinnen, zu den verfallenen Ruinen und den verlassenen Städten, die von den Nachbarvölkern ausgeplündert und zum Spott geworden sind. Mit Feuereifer habe ich gegen Edom und den Rest der Völker geredet, die sich voller Schadenfreude und Verachtung mein Land als Erbgut angeeignet und sein Weideland ausgeplündert haben. Weissage über das Land Israel und sage zu den Bergen und Hügeln, den Rinnen und Tälern. So spricht Jahwe, der Herr. Ich selbst erhebe meine Hand und schwöre. Was eure Nachbarvölker euch angetan haben, wird auf sie selbst zurückfallen. Sie werden Schmach und Schande zu tragen haben. Doch ihr Berge Israels, ihr werdet wieder grünen und Frucht tragen, denn mein Volk kommt bald zurück. Passt auf, ich greife ein und wende mich euch zu. Dann ackert und sät man wieder auf euch. Ich werde die Menschen auf euch vermehren, und zwar das ganze Volk Israel. Die Städte werden wieder bewohnt und die Ruinen aufgebaut sein. Menschen und Tiere lasse ich zahlreich werden, sie werden fruchtbar sein und sich vermehren. Ich mache euch bewohnt wie in früheren Zeiten und werde euch mehr Gutes tun als jemals zuvor. Dann werdet ihr erkennen, dass ich bin, der ich bin, Jahwe. Ich lasse wieder Menschen auf euch gehen, nämlich mein Volk Israel. Die sollen euch als Erbgut besitzen, und ihr werdet sie nie mehr kinderlos machen. So spricht Jahwe, der Herr, weil sie zu euch Bergen Israels sagen, du bist ein Land, das seine Bewohner verschlingt und deinem Volk die Kinder raubt, spricht Jahwe, der Herr. Das wird in Zukunft nicht mehr geschehen. Du wirst niemand mehr verschlingen und dein Volk nicht mehr kinderlos machen. Ihr werdet nicht mehr anhören müssen, wie die Völker euch verhöhnen. Ihr werdet ihren Spott nicht mehr ertragen müssen. Du wirst dein Volk nie mehr zum Stürzen bringen, spricht Jahwe, der Herr. Das Wort Jahwes kam zu mir. Er sagte, Menschensohn, als das Volk Israel noch in seinem Land wohnte, haben sie es durch ihr Tun und Treiben besudelt. Ihr Verhalten macht es unrein vor mir, so wie die Monatsblutung eine Frau. Sie haben Blut im Land vergossen und es durch ihre Götzen besudelt. Da schüttete ich meinen Grimm über sie aus. Ich versprengte sie unter die Völker, zerstreute sie in fremde Länder. Ich bestrafte sie nach ihrem Tun und Treiben. Aber wohin sie auch kamen, brachten sie meinen heiligen Namen in Verruf, denn die Leute dort sagten, das ist das Volk Jahwes, aber sie mussten aus seinem Land weg. Da tat es mir um meinen heiligen Namen leid, denn die Leute von Israel entweihten ihn, wohin sie auch kamen. Darum sage zum Haus Israel,
So spricht Jahwe, der Herr. Ich mache es nicht wegen euch, ihr Leute von Israel, sondern ich greife wegen meines heiligen Namens ein, den ihr überall, wohin ihr unter den Völkern gekommen seid, in Verruf gebracht habt. Ich werde meinen großen Namen, den ihr unter den Völkern entweiht habt, wieder zu Ehren bringen, und wenn ich mich vor den Augen der Völker an euch als heilig erweise, werden auch sie erkennen, dass ich es bin. Jahwe, spricht Jahwe, der Herr. Ich werde euch also aus den Völkern herausholen, euch aus den Ländern einsammeln und euch in euer Land zurückbringen. Dann werde ich reines Wasser auf euch sprengen und euch so von allem Dreck und allen Götzen reinigen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein, und ich werde euer Gott sein. Ich werde euch von allem Sündenschmutz befreien. Ich rufe das Korn herbei und lasse es wachsen und werde keine Hungersnot mehr über euch bringen. Ich vermehre die Früchte auf den Bäumen und den Ertrag der Felder, damit ihr von den anderen Völkern nicht mehr als Hungerleider verspottet werdet. Dann werdet ihr an euer böses Tun und Treiben von früher denken und vor euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und Gräueltaten. Ich tue das nicht wegen euch, spricht Jahwe, der Herr. Das sollt ihr wissen. Im Gegenteil, ihr habt allen Grund, euch zu schämen, ihr Israeliten. So spricht Jahwe, der Herr. Wenn ich euch von all eurer Schuld gereinigt habe, werde ich die Städte wieder bewohnt und die Ruinen aufgebaut sein lassen. Das verwüstete Land soll wieder bestellt werden und einem, der durchreist, nicht mehr als Einöde erscheinen. Dann wird man sagen, dieses wüste Land ist wieder Garten Eden geworden. Die verlassenen, verwüsteten und in Trümmer liegenden Städte sind bewohnt und gut befestigt. Dann werden die Völker, die um euch herum noch übrig geblieben sind, erkennen, dass ich, Jahwe, das Niedergerissene aufbaue und das Verwüstete neu bepflanze. Ich, Jahwe, habe es gesagt, und ich werde es auch tun. So spricht Jahwe, der Herr. Ich werde den Leuten Israels auch diese Bitte noch erfüllen. Ich werde sie vermehren, wie eine Herde Schafe. Die verödeten Städte werden so voller Menschen sein, wie Jerusalem zu seinen Festzeiten von Opferschafen wimmelt. Dann wird man erkennen, dass ich bin, der ich bin, Jahwe.